Heute will ich euch zeigen, wie ihr zwischen verschiedenen Rhythmen hin und her surfen könnt. Und das, weil das habe ich in meinen Kursen immer wieder gemerkt, wie schwierig es für euch oder für meine Teilnehmerin ist, zwischen den Rhythmen hin und her zu gehen. Meinetwegen, du spielst den Dumbo und willst dann einfach in einen anderen Rhythmus gehen. Dann machen die Hände. Und das, da habe ich eine gute Übung, wie du es anstellen kannst. Und zwar, du überlegst jetzt mal ein paar Rhythmen, die du kannst, ja, drei erstmal, drei. Und die nimmst du so nebeneinander zur Übung. Also ich würde jetzt mal, ich nehme jetzt drei Rhythmen. Ich nehme den Dumbo. Das ist der Dumbo. Eine Art vom Dumbo. Dann nehme ich dazu das Pferd. Und dann nehme ich als dritten den Herzrhythmus. Okay, und jetzt geht es darum, in den dreien hin und her zu gehen. Also ich werde vom Dumbo zum Pferd, zum Herz und dann immer hin und her gehen. Und ich mache es dir mal vor, wie ich das meine, ja? Davon wieder in den Dumbo. Wieder in den Herz. Und davon ins Pferd. Okay, ihr habt es verstanden, ja? Du nimmst ein paar Rhythmen, die dir vertraut sind, die du einfach wirklich spielen kannst, wo du es nicht üben musst, ja? Nachdenken musst dabei. Nimm drei Rhythmen. Du kannst auch fünf nehmen, ja? Das war noch ein Beispiel mit den dreien. Und du surfst zwischen den Rhythmen hin und her. Und ich mache das jetzt noch ein bisschen für dich mal, ohne da viel zu erklären und dass es nicht ganz so statisch ist. Ich werde zwischen vielen verschiedenen oder einigen verschiedenen Rhythmen hin und her surfen. Ja, viel Spaß. Ich werde ein bisschen anderes Tempo nehmen. Das Tempo, was ich dir gerade gezeigt habe, das war ganz gut, um einzusteigen. Ja. Bam, bam, badam. So, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ja, nochmal, nimm drei Rhythmen oder einige Rhythmen, die du spielen kannst und setz sie erstmal so ein bisschen nebeneinander. So ganz, wie sagt man denn das Wort, ganz, naja, ein bisschen viereckig würde ich sagen, einfach aneinander gesetzt, so erstmal um es zu üben, erstmal eine Form, eine Routine reinzubekommen, wie es ist, ja. Und dann kannst du das natürlich, musst du es nicht immer auf die Eins ändern, die Rhythmen. Ich habe das immer auf die Eins geändert, ja, immer wenn die neue Eins beginnt. Bum, badanta, bum, badanta, bum, badadin, diddledin, 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 dun, dun, da, dun, dun, da. Du kannst auch mittendrin irgendwo das ändern. Aber ich empfehle es dir, fang so an, wie ich es dir empfohlen habe. Mach so, okay? Ich bin Ingo Gutmann und ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass ich dich inspirieren kann, deine eigenen Rhythmen zu finden. Bis bald.